Was machen wir jetzt? Ich frage mich, ob irgendwann noch mal jemand kommt und diesen einen Mais hier isst. Wer weiß. Ach, gehen wir in die Desertwüste. In die Dessertwüste, meine ich. Schauen wir mal, was da Neues angespült wurde. Vielleicht was Interessantes. Vielleicht ein riesiges Riesentier. Der Größe. Oder so. Kennen wir den schon? Nee, ich glaube nicht. Ein Gecki. Aber würde der nicht so eine Sequenz kriegen, auch hier in der Desert? Schauen wir mal. Es ist nie zu spät für eine gut platzierte Falle. Oh. Falle? Was? Falle Heimausgabe, Falle Geschäftsausgabe. Und wir können jetzt auch Samen, Sonnenblumensamen, neue Sachen. Na gut, wir könnten uns so eine Billigfalle leisten, aber keine teure Falle. Wahrscheinlich, stimmt, es gibt Pinatas, die sind zu stark. Die brechen aus den kleinen Fallen aus. Ich hoffe. Deswegen bräuchte man dann die besseren, aber die können wir uns nicht leisten. Mich würde jetzt interessieren, was hier gekommen ist. Das würde bestimmt eine Sequenz kriegen. Aber vielleicht müsste man das wirklich erst anlocken mit irgendeinem Köder. Dann gehen wir halt wieder. Langweilig. Buh. Warum sind die Verkaufsautomaten alle Slotmaschinen? Stil. Stil der Entwickler. Das hat keinen echten Grund, denke ich. Alle haben Angst vom Fuchs. Oh Gott. So. Ich glaube, das war nicht zu laut. Ich musste das gerade umstellen. Und? Was machen wir denn jetzt noch? Ich weiß nicht, wie lange geht's denn noch? Noch 25 Minuten. Ach, doch noch eine halbe Stunde. Ich verkaufe einfach mal die Äpfel. Wir haben jetzt ja... Oh Gott, das sind aber nicht viel wert. Oder? Sind die jetzt 50 oder 6 wert? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Die sind 6 wert. Oh, guck, die werden nämlich sogar schlecht hier. Ah. Das ist ja total doof. Dann weg mit den Äpfeln. Weil die alle... Oh Gott, bitte, nein. Ja, okay. Nein, ich will nicht den Sparrow mit verkaufen. Na gut, den einen Apfel behalten wir. Ja, reich werden wir mit Äpfeln leider nicht. Schade, schade. Oh oh. Die böse Fledermaus. Ah, Knoblauch essen? Wir haben doch Knoblauch. Ja, wir haben Knoblauch. Wir hatten zumindest eine Knoblauchpflanze mal. Ah, da liegt da Knoblauch. Da ist eine. Vielleicht funktioniert es ja, wenn ich ihm den so... Hier, da, Knoblauch. Nam, 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 nam. Hol dir den Knoblauch. Ah, mal schauen, ob das funktioniert. Ich lasse den mal liegen. Aber im Grunde wäre das schon echt cool, weil die Schnecke war, finde ich, viel schwerer zu zähmen dann. Wenn wir nur einen Knoblauch brauchen für die Fledermaus. Ja, guck mal. Nein, ich dachte, sie steuert aber den Knoblauch an. Macht sie das? Na, mal abwarten. Dann hätten wir eine zahme Fledermaus im Garten auch noch. Das wäre cool. Ich meine, sie geht schon immer in die Richtung. Ja, vielleicht. Fuchs, verscheuche jetzt nicht die Fledermaus. Aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die Bösen haben keine Angst vor anderen. Oh, die Fledermaus geht mir auf die Nerven. Bestimmt, um die Kinder auf eine Zeit vorzubereiten, in dem in jedem Supermarkt ihre Bestellung nur noch bei 3 gleichen ausgegeben wird.
Ja, wer weiß. Ich meine, ich glaube nicht, dass Lootboxen eine besonders große Zukunft haben, weil immer mehr Länder setzen die jetzt mit Glücksspiel gleich und verbieten die oder machen sie ab 18. Insofern glaube ich, dass Lootboxen, wie wir die heute kennen, keine große Zukunft haben. Das geht jetzt von einem europäischen Land zum nächsten. Und selbst China hat da recht strenge Regulierungen. Schädlichen Samen vermehren sich ganz von allein. Da glaube ich, das wird sich bald ändern. Ich meine, den großen Publishern fällt bestimmt. Die haben bestimmt schon 3, 4 andere perfide Suchtmechaniken in der Schublade, die Lootboxen dann ersetzen. Es gibt. Na gut, heute hat er sonst nichts für uns. Oh. Haben wir schon mal, glaube ich, oder? Ja, haben wir schon. Ein Rettich. Warum? Jetzt geht die Sonne auf, jetzt ist die Fledermaus eh weg. Naja, aber früher oder später ist die dann das schon. Denke ich mal. Ja. Wieder, jetzt gib uns doch noch einen Samen oder zwei, hä? Nee, jetzt mag er gar nicht mehr. Jetzt ist er wieder beleidigt. Warte. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich machen soll. Hui! Und wenn wir doch noch eine halbe Stunde irgendwas anderes spielen zu zweit? Ich finde das Spiel zwar cool, aber jetzt gerade. Dann habe ich so einen Durchhänger irgendwie. Ich habe jetzt gerade kein klares Ziel vor Augen. Und es ist mir gerade zu blöd, irgendwelche Pinatas mit irgendwas zu füttern, damit wir die auf Partys schicken, um Geld zu verdienen. Und ich glaube, genau das müssten wir jetzt eigentlich ein bisschen machen. Dann zerstöre alles. Aber vielleicht wollen wir irgendwann mal weiterspielen. Also keine Fuchszucht machen. Ja, aber warte mal, du hast eigentlich, das ist eine gute Idee. Wenn du jetzt schon hier so fatalistisch bist, destruktiv, verkaufen wir doch einfach alle Pinatas, die wir eigentlich gar nicht wirklich... Oh, jetzt ist der Mais schlecht geworden. Oh. Come on, Hahn. Also wirklich. Muss das sein. Jetzt verkaufen wir alle, die wir nicht unbedingt in unserem Garten haben wollen. Würde ich sagen. Und dann sind wir reich. Zum Beispiel. Warte mal. Gießkanne weg. Du da. Nein, Gießkanne weg, Spiel. Weg. Oh, das ist der Gockel. Ja, jetzt kommt der Gockel wieder. Ey, ohne Scheiß. Das Spiel ist die Hölle. So, jetzt pass auf. Verkaufen. Die bringen nämlich Kohle. Verkaufen. Wollen wir die behalten? Nee, die können von mir aus auch weg. Ameise? Ich meine, die Ameise haben wir irgendwie umsonst gekriegt, ja, ne? Weiß ich nicht. Willst du die behalten, Mann? Nee, weg damit. Weg damit. Mein Marienkäfer? Gott, die bringt viel Geld. Marienkäfer? Weg damit. Maus? Weg damit. Wirklich? Irgendwas muss die Maus essen. Aus irgendeinem Grund. Wie? Hä? Damit es kommt oder bleibt, muss irgendwas die Maus essen. Ach so. Den Käfer da, den Sandkäfer, Sweetie. Den braucht da auch irgendjemand. Zweiter Vogel weg, Schnecke. Guck mal, das ist Eichhörnchen. Ja, Schnecke. Ja, von mir aus kann die weg. Frösche. Frösche sind schon cool. Enten? Nee, die will ich behalten. Okay, und die Füchse behalten wir sowieso. Da war noch so ein Wurm. Verkaufen. Und den Schimmelmais verkaufen wir auch. Drücken wir noch 15. Verkauf beenden. Tada, Reichtum. Na also, so leicht kann es gehen. So schnell kann es gehen. Das ist jetzt schon okay. Dann spielen wir jetzt doch noch die halbe Stunde Viva Pinata. Dann kann man da die Schrotflinte kaufen. Weiß ich nicht. Mal abwarten. Jetzt machen wir hier mal riesige Maisplantagen. Und die Mauer für die Spinne sprengen wir frei. Das stimmt. Die Spinne. Die habe ich schon wieder vergessen gehabt. Wartet mal. Ich wollte eigentlich auch gucken, was das Eichhörnchen will, damit das bleibt. Haselnüsse essen.
Stimmt, wir haben ja schon einen Haselnussbaum, nur eine Frage der Zeit. Aber noch hängen da keine... Ah, grüne hängen gerade. Grüne. Okay, cool. Die sind noch nicht ganz fertig. Ups, falsche Taste. Ich hab vergessen, wie man in die Stadt kommt. Okay. Zodala. Jetzt pass auf. Guten Tag, hereinspaziert. Wer Geld ausgeben will, ist willkommen. Schau ich mal schnell zu nur schauen will, den Samen. Nicht ganz so sehr. Weil ich glaube, ich pflanze jetzt auch mal einfach ganz viel Mais. Also das ist nachhaltiger. Ich mache Maisfeld. 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 Ich glaube, das reicht. Auszeit. Glaub mir, ich freue mich, mit dir Geschäfte machen zu können. Aber bevor du weitermachst, muss ich dich um eine Anzahlung bitten. Aber ich bin noch lang nicht fertig mit dir. Guten Tag, hereinspaziert. Wer Geld ausgeben will, ist willkommen. Wer nur schauen will, das soll es also sein. Wer zusätzlich zum Maisfeld... Kaufe ich jetzt auch noch 4 Mais. So. Jetzt sollen die Hühner kommen. Ja, ja. Ich kann ja nicht so schnell gießen wie die immer vertrocknen, Mensch. So, Della. Kann ich eigentlich 2 gleichzeitig gießen? Ja, weil es geht nämlich das Wasser aus. Habe ich schon befürchtet. Oh, das wird anstrengend. Die. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, jetzt vertrocknet die erste schon wieder. Ich muss aber die erst gießen jetzt. Schnell, ich hoffe, der Mais wird bald frisch. Also fertig. Also. Ah, die Gießkanne, ey. Und ich glaube, da hinten habe ich eigentlich auch irgendwas gepflanzt, ne? Schauen wir mal, ob wir alles am Leben halten können, lange genug. Ah, der Mais ist schon reif. Okay, cool. Du? Ah ja, gut. Cool. Wir haben sehr viel Mais jetzt. Ich glaube, die am Wasser stirbt auch. Ganze. Echt? Aber die ist doch schon ausgewachsen. Ah, okay. Ich glaube, die braucht kein Wasser mehr. Der Bäum bräuchte mehr Wasser. Mufasa. Sollte die Xbox nicht Ladezeiten auf 0 reduzieren? Warum hat der Ladebildschirm sogar 5 Bilder? Hä? Welcher Ladebildschirm? Wo war denn gerade ein Ladebildschirm? Aber im Grunde sind die Ladezeiten schon echt irre. Warte, guck mal, das muss ich dir jetzt mal zeigen, wenn du das noch nicht kennst, wenn du vorher nicht da warst. Ich drücke hier nur mal auf Pause. Ich speichere mal vorsichtshalber. Wie speichert man denn? Speichern und fortfahren. Nur mal schnell vorsichtshalber speichern. So, und jetzt gehe ich ins Hauptmenü. Und jetzt gehe ich auf Arc. Das hatte ich nämlich vorher schon mal kurz an. Und jetzt muss es kurz laden. Aber normalerweise keine 10 Sekunden haben wir gezählt. Ich glaube, das sind schon 10 Sekunden. Ah ja, und jetzt kann ich bei Ark genau da weiterspielen, wo ich vorher gerade aufgehört habe. Und weiter meine Beeren sammeln. Und so. Und dann drücke ich auf Pause, oder ich muss eigentlich nicht auf Pause drücken. Und gehe wieder zurück ins Hauptmenü und wechsle wieder zu Viva Pinata oder irgendeinem der anderen Spiele. Ach, guck mal. Viva Pinata hat anscheinend kein Quick Resume. Naja, davor für Effekt. Das sind vielleicht nur die neueren Spiele, die das unterstützen. Aber zwischen
zwischen Dingsy Bumsy, Ark und State of Decay 2 und noch einem anderen Spiel konnte ich wirklich nahtlos hin und her springen, ohne irgendwas. Kann sein, dass das seltsamerweise dann vielleicht die alten 360-Spiele nicht unterstützen. Was ein bisschen witzig ist, weil man sollte meinen, genau da wäre es am einfachsten. Aber ja, so ist es halt. Na genau, so ist das aber hier. Gut, dass ich gespeichert habe. Ein neuer Bewohner. Das Eichhörnchen ist eingezogen. Glaube ich. Ja, da ist es. Nice. Cool. Ah, oh, es ist freudig. Ja. Stufe 13. Hoffentlich bringt das kein Unglück. Petula hat eine neue Perücke und Lotti drei neue Objekte zum Verschönern deines Gartens. Außerdem bekommst du bei Lotti ein neues Samenpaket, das dir weitere Optionen ermöglicht. Sidos hat allerdings gar nichts anzubieten. Aha, Sidos hat zwar nichts Neues, aber Lotti hat neue Samenpakete. Interessant. Interessant. Wer ist denn Lotti? Bist du Lotti? Kostulott. Ich weiß nicht, wer Lotti ist. Gut, ich glaube sie. Ich bin also nicht die Einzige, die sich keinen Schlaf leisten kann. Oh, ich hätte auch gern Schlaf jetzt. Ah, jetzt haben wir hier aber echt voll viel Samen zur Auswahl. Knoblauch, Chili, Stachelbeere, Sonnenblume, Giftefeu, Brunnenkresse, Haselnuss, Apfel, Löwenzahn, Brombeer, Kürbis, Mais, Mohn, Rettich, Schneeglöckchen. Aber die hatten wir doch eh alle schon. Ich weiß nicht genau, was die denn meinen eigentlich. Oder? Hat halt der Typ fallen lassen. Spatenteil, Schokoschnüffler. Das wollte ich dich eh fragen, diese Verbesserungen. Ja, für, ja. Muss man die extra kaufen? Die müssten wir kaufen und das wird schon auch Sinn machen, so Verbesserungen für das Werkzeug. Ah ja, es gibt auch Dünger für die einzelnen Pflanzen, dann kriegen die mehr. Wenn man zum Beispiel eine Blume, die normalerweise nur eine Blüte hat, mit dem richtigen Dünger düngt, dann kriegt die mehrere Blüten. Und wenn man die dann kickt, dann fallen auch mehrere Samen raus. So könnte man auch seine... Das habe ich schon ganz vergessen. Die Goldgießkanne könnten wir jetzt schon kaufen. Die gießt immer genau richtig viel, glaube ich. Aber warum gibt es dann noch die Glasgießkanne? Verstehe ich nicht. Vor allem ist die teurer. Ja, eben. Es ist alles so kompliziert. Muss man einfach viel rumprobieren bei dem Spiel. Das meinte die wahrscheinlich mit neuen Samenpaketen. Ja, stimmt. Ha? Das ist cool. Jetzt pass auf. Du willst. Jetzt pass auf. Jetzt kommt's. Hohes Gras. Hohes Gras. Oh, hau doch ab jetzt. Kann man einmal vielleicht hier hohes Gras pflanzen, Mensch. Gut gemacht. Du hast das Stab. Oh. Cool. Bin gespannt, was das anlockt. Katzen. Vielleicht. Ja, das hat mich schon immer gestört, dass hier so ein hässliches Eck ist. Ja.
haben wir ziemlich viel hohes Gras. Ich glaube, ich mache hier auch noch ein bisschen was hin. Okay. Tada! Wunderschön. Bin gespannt, ob das jetzt wirklich was Neues anlockt. Ach ja, genau, ganz vergessen, Mensch. Vor lauter Lotti und so. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Ich brauche wirklich Arbeit. Ich habe schon seit... Das ist ziemlich viel Arbeit. Aber wenn ich einen Moment Zeit habe, werde ich die Ziegelsteinmauer für dich ein... Bitte, ich bitte darum. Meinen Glückwunsch! Du hast der Arachne den Weg freigeräumt, sodass sie deinen Garten besuchen kann. Ja, genau, jetzt kann sich der Fuchs im hohen Gras verstecken und den Hahn. Naja, aber ich, wirklich jetzt, das nervt mich wirklich mit diesen Hähnen. Ich weiß nicht, was da los ist. Warum essen die den blöden Mais nicht? Ich meine, warum müssen die Füchse jetzt wieder genau dastehen, wo der ganze ja. Mais ist? Was zur Hölle ist denn in dem Spiel eigentlich los? Ich habe das Gefühl, wir haben irgendwie einen Anti-Hahn-Safe-Game erwischt oder so. Enttarnung. Jetzt kann im Grunde kaum noch ein Hahn irgendwo hingehen, ohne dass er über Maiskolben stolpert, schon langsam. Jetzt lege ich hier noch einen hin und dann ist wirklich alles umzingelt mit Mais. Jetzt können die blöden Hühner an dem Mais nicht mehr vorbei. Wir müssten echt irgendwie die Füchse am besten, theoretisch, aber ich habe jetzt keinen Bock. Aber eigentlich müssen wir die Füchse echt vorübergehend einpacken oder einen eigenen Garten für die machen, weil alle haben Angst vor den Füchsen. Ach, alles okay. Das stimmt. Und wie viele Gärten kann man denn haben? Schon viele. Ich glaube mindestens 6 oder 8. Läuft da die Zeit weiter? Nee. Die bleiben gespeichert. Ja, okay. Aber das heißt, die läuft nur die Zeit, wenn du die besuchst? Dem du bist, genau. Okay. Welche Pflanze vertrocknet denn bitte? Also manchmal weiß ich gar nicht. Ich habe nie was gepflanzt. Ach, hat wieder irgendwer was gegessen und... Okay. Bin ja schon dabei. Ach, im hohen Gras kann man keine Schneeglöckchen pflanzen. Und auch sonst nirgends. Schneeglöckchen kann man wirklich nur auf so Erde hier pflanzen. Schneeglöckchen sind voll lame. So, einmal gießen. Oh, guck mal, die da Spinne. Ist die Spinne. Ich schau gleich mal, was die gerne hätte von uns. So, die möchte 2 Ameisen oder 2 Fliegen essen. Ja, super. Die haben wir leider gerade verkauft. Ja. Ich meine, könnte man von der Jägerin wieder fangen lassen, aber weiß ich nicht, ob wir jetzt unbedingt die Spinne brauchen. Also ich brauche nicht unbedingt eine Spinne. Eben. Da ist der Samentyp wieder. Ah. Sehr gut.
Da hinten kommt der Gockel. Ich hoffe, dass... Raspberry. Das Raspberry Pick. Cool. Ein Stachelbeerbusch und eine Chili-Pflanze rufen zusammen einen Duft hervor, dem kein Raspberry widerstehen kann. Na, guck. Das hat auch ein bisschen was für uns. Ich kann... Wenn man... Und schon ist er wieder beleidigt. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Aber wenn er schon immer erzählt, dass seine Familie ihn hasst oder so. Also das ist das, was ich raushöre. Ja. Sagt jetzt nicht wortwörtlich, aber inhaltlich schon so ziemlich. Also hier ist irgendwas Komisches passiert, ne? Wir sind irgendwie alle explodiert. Stimmt. Überall liegen Blüten und Samen, aber keine Pflanzen mehr. Ich kann hier nichts mehr anpflanzen. Lass die mal hier um den Ofen rum. Schwein. Lass mich mal kurz die dritte anpflanzen, dann schaue ich kurz, was du gerne hättest. Wahrscheinlich Schlamm. Nee. Verdorbene Stachelbeeren. Ach, das ist aber explizit. Aber okay, gut. Also nicht mehr aufräumen, sondern die verdorbenen Pflanzen stehen lassen. Alles klar. Lothu. Was wollen die gleich nochmal eigentlich? Schneeglöckchen. Haben wir denn kein Schneeglöckchen? Hier hätten wir ein Schneeglöckchen. Ist doch die Schneeglöckchen. Hier, bitteschön. Ich verstehe gar nicht, was los ist. Ah, jetzt ist das eh. Na also, sag ich doch. Wohnt der schon bei uns? Oder? Ich glaube schon, der hat nur nicht mehr. Der ist nur weiß. Der ist nur standardmäßig weiß. Was ist ein denn Donut. Das macht seltsame Geräusche, ja. Aber gut. Schau her. Ein Donut hat sich von einem schönen langen Gras anlocken lassen. Ah. Ein Langgras-Donut. Hühnchen? Ich flippe aus. Wenn das Hühnchen jetzt nicht sofort einen Maiskolben frisst. Ist jetzt Mais, Hühnchen. Sonst flippe ich aus. Du komm ein bisschen näher, Donut. Und gucken, was du willst. Heidelbeeren oder Glockenblumen. Heidelbeeren oder Glockenblumen. Haben wir wirklich Wir hatten mal eine Glockenblume irgendwo. Aber vielleicht ist die auch inzwischen weg. Keine Ahnung. Ich glaube, ich pflanze einfach neue Glockenblumen. Moment. Ich habe mich nur verdrückt. Geh doch nicht weg. Kauf dir gerade Glockenblumen. Wenn das geht. Wenn wir schon welche hatten. Hoffentlich. Wozu sind Schokomünzen gut, wenn nicht zum Ausgeben? An deiner Stelle würde ich das hier Glockenblumen. Tun. Es lohnt sich. Aha. Das soll es also sein? Einmal, zweimal, dreimal, viermal dürfte reichen. Einkauf beenden. Gießkanne auspacken, gießen. Schon langsam kriege ich eine Routine hier. Witzigerweise sind da hinten ganz viel wilde Glockenblumen, wo der gerade vorbeigeht. Mhm. Aber die sind halt nicht gut genug. Sieh das! Alter, Samen. Oh, nee. Okay. Kerl. Oh mein Gott, das hat ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Oh, ich muss kurz Zidos ernten. Das ist aber, glaube ich, ein anderer Hahn wahrscheinlich, ne? Ja, der hat jetzt wahrscheinlich seinen ersten Maiskolben gegessen. Oh Gott. Und dann schauen wir mal, ob er die anderen noch so isst, die ich ins hohe Gras gelegt habe.
Meine Ja, lauf weg, sieh das. Ja. Ja, der hat erst einen von drei gegessen. Ach Gott. Mal schauen, mal schauen. Ich bin gespannt. Oh nein, jetzt kommt der Fuchs raus. Ah, super. Ja. Ach. Wir kriegen nie Hühnchen, nie. Wir müssen den Traum aufgeben vom eigenen Hühnchenparadies. Ach Gott. Es ist eigentlich eher ein Fuchsparadies, was wir machen wollen. Eine Hühnchenhölle. Das hört sich so böse an, wie du so sagst. Naja, wir wollen die eigentlich nur an so Füchse verfüttern. Das ist jetzt auch nicht nett. Oh Gott, jetzt geht. Und die bewegen sich auch noch so langsam, die Hühnchen. Jetzt kann er rennen. Ja, jetzt kann er rennen. Da hat es eine Viertelstunde, bis er daheim ist, und dann hat es nochmal eine Viertelstunde, bis er wiederkommt. Das Donut ist leider auch weggegangen. Naja, der kommt wieder. Naja, aber ich glaube nicht mehr heute. Ich würde sagen, dass wir jetzt Schluss machen, nämlich. Menü. Ah, nein, falsches Menü. Anderes Menü. Speichern. Zadala. Na gut, Leute. Dann machen wir jetzt für heute Schluss. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich gefreut. Wir essen jetzt was. Und dann werde ich noch ein bisschen die Xbox rumstöbern, durchstöbern und gucken. Vor allem den Games Pass und wie viele Spiele können wir auf unserer externen Festplatte installieren. Und wenn ich Spiele auf meiner externen Festplatte installiere, dann sind wahrscheinlich die Ladezeiten halt nicht mehr schneller, was aber nicht so schlimm wäre. Na, kommt aufs Spiel an. Naja, ich werde das heute alles noch ein bisschen erkunden. Essen wir jetzt Hühnchen? Nee, Hühnchen ist für die Füchse da. Aber oh, wir haben uns tatsächlich so, ich weiß gar nicht genau, was es ist, von Rügenwalder so Hühnchen auf Erbsen oder Tofu-Protein oder irgendwie so. Veganes sein, ja. Hühnchen quasi. Ja. Schmeckt super geil. Ja. Vielleicht machen wir uns das mit Reis. Mal schauen. Mal schauen. Na gut. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.